Alter, was geht ab, Leute? Hunger. In Pasing, letzter Tag. Wir sind alle am Start. Alex sogar vielleicht auch. Schauen wir mal, ob sein Shadowband weg ist. Bis für Prag. Auf jeden Fall hier ein kleines Update. Ja. Also Kumpel habe ich erstmal gewechselt. Nebula genug. Jetzt wäre es echt viel gegangen. EP hier. 43,7. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davor hatte am Anfang. Das sehen wir dann später. Staub. Fast 7 Millionen. War echt faul. Die ersten zwei Tage waren krass, aber danach stark abgelassen. Echt null Motivation. 10 Tage Event ist echt zu lang. 11 Tage sogar. Wurde ja um einen Tag verlängert. Aber die 7 machen wir auf jeden Fall heute noch. Hier haben wir ein paar Zuschauer. Auf geht's. Seht ihr einen Raid? So cool. Der ist im Food Court. Der hat leider jetzt zu. Das heißt, man kommt nur schwer. Ne? Aber ich habe es geschafft. Die meisten hier schaffen es. Wenn man ganz nah am Rand steht, geht das schon irgendwie. Wenn man einmal drin ist, dann ist eh egal. Da kann man ja eh weggehen. So, zerstören wir den schnell. Schauen wir mal. Neun Sonderbonbons. Was? Ja. Aber schlecht. So. Excellent. Würfel nicht exzellent. Wir haben noch
über 3 Stunden, bis das Event zu Ende ist. Savasch versucht Laufstieg. Ich weiß gerade gar nicht, zu welchem Level. 34. 34, okay. Die anderen sind ein bisschen Raid gegangen. Da sind 2 Raids nebeneinander. Relativ nah zueinander. Das heißt, wir haben keine Modulwerfer. Ich muss ein paar schmeißen für Savasch, damit er aufsteigen kann. Danke. Los geht's. Den da hinten nicht, aber nicht, da gehe ich nie hin. Da vorne die 3 auch noch. Und schauen wir mal, was es sonst noch so geht. Ah ja, 7 Millionen habe ich geknackt. Hier. Alles, was jetzt drüber ist, ist extra. Damit können wir dann wieder pushen. Noch halt, oder? Nein, die neue hat er bestellt. Achso, deine? Hat er okay. Ja, meine Module sind so krass, die haben sogar Tati angelockt. Ja, Mann, ich habe schon gesehen. Überall Hunger. Ich so, was ist heute los, Mann? Jetzt kannst du loslegen. Hunger hat die Spendierlaune, Mann. Ich musste. Savasch muss aufsteigen und kann aber hier. Ja, Mann, alle waren Raids. Die Konkurrenz war beim Raiden, Mann. Ich hab mich 16.05er geflogen. Echt jetzt? Oder laberst du wieder? Aber das ist ein guter 96er. Ja, ein guter. Ich habe einen mit 0-1. Der ist trotz 12 Bälle, Mann. Irgendjemand 15 hat mich gegönnt, Mann. Und wenn ich rausfinde, wer das war. Ich weiß schon, wer das war, Alter. Wer? Ich kann dir gleich sagen. Wer? Also ich war es nicht. So, das war's. Das war das Event. Savasch hat es leider doch nicht geschafft, noch im Level aufzusteigen. Fehlt aber echt nicht mehr viel. Ich habe davor schon Stopp gemacht. Viele haben davor schon Stopp gemacht. Motivation während des Events allgemein nicht so hoch. Und ich bin um 9.30 Uhr gegangen. Bin um 10 Uhr ungefähr nach Hause gekommen. Bin die U-Bahn hoch. Da habe ich die Nachricht gehört, Event ist vorbei. Also relativ pünktlich haben die Schluss gemacht. Was nicht immer vorkommt. Ich zeige euch mal, wie viel Staub und EP ich gemacht habe. Da muss ich erstmal ins Spiel rein. Oh, perfekt. Bin schon im Spiel. Moment. So, EP. Screenshot. Kurz vor 44 Millionen. Angefangen habe ich mit 41,8 ungefähr, also ungefähr 2 Millionen gemacht. Und hier ist noch ein Horn Leo. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Gelbe Berge. Und. Ich habe wieder Superbälle. Ich habe nur noch. Ich habe 300 Pokebälle ungefähr, 8 Superbälle und 40 Hyperbälle. Das heißt, heute Morgen ein bisschen farmen für Prag. So, erstmal den gefangen. Da kann ich euch auch gleich bei dem zeigen. 7,8. Nein. 7 Millionen 80.000 Staub. Also 7,08. Und gestartet bin ich mit 5,5 irgendwas, also ungefähr 1,5 Millionen gemacht. Bisschen mehr, bisschen weniger. Aber auch hier ein Screenshot für euch. Also 1,5 Millionen Staub und 2 Millionen EP ungefähr. Was echt okay ist, ich habe während des Events echt nicht so viel gespielt. Motivation war nicht so hoch. Die ersten 2 Tage ging es noch ab und danach ging es echt immer weiter runter. Erster Tag 300.000, zweiter Tag 200.000. Aber danach war es echt richtig schwach eigentlich von mir. Staub hat mich echt nicht so gelockt wie EP halt. Vor allem weil EP mal 4 eigentlich ist mit Glücksal. Deswegen irgendwie Doppelstaub hat mich echt nicht so gereizt, aber... Ich habe trotzdem natürlich viel gezockt, aber ich kenne da viele, die haben bei weitem mehr gezockt, zum Beispiel der Kollege Andi. Zum Beispiel der Kollege Andi von den Level 40er Videos, der hat glaube ich 2,7 Millionen Staub gemacht und 4 Millionen EP oder 3 Millionen? 3 Millionen glaube ich, ich will nichts Falsches sagen. Falls er es sieht, wird er mich eh korrigieren. Und auch viele kenne ich, die 2 Millionen aufwärts Staub gemacht haben. 2 Millionen Staub und 3 Millionen EP ungefähr. Also da ging schon ab für die meisten. Vor allem halt, wenn man Geld in die Inkubatoren gesteckt hat. Das hat echt eine Menge ausgemacht. Aber mehr dazu demnächst, Pay-to-Win versus Free-to-Play. Ansonsten haben wir jetzt wieder echt eine Menge Staub, über 7 Millionen. Das heißt, wir können wieder ein paar Pokémon pushen, ein paar Videos werden folgen, wo wieder ein paar Sachen gepusht werden. Ein paar Sachen, die ich brauche und auch ein paar Sachen, die ich gar nicht brauchen werde. Aber bleibt dran dafür. Und ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event fandet. Was habt ihr so gemacht, wie viel Staub, wie viel EP? Fandet ihr es geil? Habt ihr viel gebrütet? Wie fandet ihr die Boxen? Die sind jetzt übrigens auch weg. Mal schauen, was mit den Super-Inkubatoren passieren wird. Ob es die irgendwann mal einfach so im Shop geben wird. Wer weiß. Ansonsten, wie gesagt, war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Wie gesagt, eure Meinung zum Event. Wie viel habt ihr gemacht? Staub, EP, gebrütet. Und folgt mir natürlich auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.